Unser Thema heute Ladungssicherung. Ich stehe ja hier vor einem Logistikfahrzeug der Feuerwehr. Ihr wisst, Feuerwehren müssen immer schnell an die Einsatzstelle kommen. Und gerade bei diesen Fahrzeugen ist es wichtig, dass wir auf die Ladungssicherung achten, weil nicht nur die Mannschaft muss sicher ans Ziel kommen, sondern auch die Gerätschaften, die wir hier geladen haben. Und hier habe ich einige Themen mitgebracht. Seid gespannt. Bei der Ladungssicherung unterscheiden wir grundsätzlich drei Methoden. Das eine ist die kraftschlüssige Ladungssicherung, das andere ist die formschlüssige Ladungssicherung und dann die Kombination aus beidem. Kraftschlüssige Ladungssicherung könnt ihr euch so vorstellen, das Niederzurren mit Zurgurten. Das nennt man oft kraftschlüssige Ladungssicherung. Formschlüssige Ladungssicherung ist, dass ich quasi keine Ladelücken mehr habe, beispielsweise zur Stirnwand oder zu einem Zwischenwandverschluss. Und die Kombination aus beidem ist ganz einfach. Ich setze einen Zurgurt ein und zum Beispiel eine Teleskopstange. Bei der Feuerwehr ist es ja wichtig, dass es schnell geht. Und von daher ist die formschlüssige Ladungssicherung das Mittel der Wahl. So, für alle, die jetzt mit dem Feuerwehrthema nicht so bewandert sind, muss man nochmal ganz kurz sagen, was ist ein Logistikfahrzeug und wofür ist es da? Logistikfahrzeuge bei der Feuerwehr verbringen Ausrüstungsgegenstände, die jetzt nicht im ersten Moment gebraucht werden, sogenannte redundante Ausrüstungsgegenstände, an die Einsatzstelle. Transportiert werden die meistens mittels dieser Rollcontainer. Das sind mobile Einheiten, die eine Person in Einsatz bringen kann. Das Ganze ist also sehr personalschonend und es geht relativ schnell und ich kann unterschiedlichste Ausrüstungsgegenstände an die Einsatzstelle verbringen. Das sichere Verladen von Rollcontainern bei der Feuerwehr beginnt im Grunde genommen schon beim Auffahren auf die Ladebordwand. Hierbei sind einige Dinge zu beachten. Das erste ist, ich darf die Ladebordwand nicht überschreiten, was die Gewichtsaufnahme betrifft. Von daher muss ich mir im Klaren sein, was kann unsere Ladebordwand an Kraft aufnehmen. Ein weiterer Punkt ist, wenn der Rollcontainer draufsteht und ich fahre die Ladebordwand hoch, dann darf da natürlich nichts verrutschen. Und aus dem Grund haben die meisten Ladebordwandhersteller eine Abholsicherung eingebaut. Die haben wir hier unten. Ich zeige das mal ganz kurz. Das kann man natürlich auch mit dem Fuß machen. Ich öffne die Abrollsicherung, in dem Fall natürlich eher hier, und kann zur Sicherheit meinen Rollcontainer dann nochmal direkt da dran stellen. Das ist ein sicheres Verladen von Rollcontainern auf Ladebord. Rollcontainer werden im Regelfall an der Seitenwand des Fahrzeugs gesichert. Das heißt, wenn der Rollcontainer jetzt mal drin steht, muss er an die Seitenwand. Schiebe ich ihn jetzt einfach nach links. Das bedeutet auch beim Entladen, ich kann diesen Rollcontainer einfach wieder ausparken. Ich brauche keinen großen Rangierplatz. Hätte der Rollcontainer jetzt Bockrollen verbaut, müsstet ihr mehr rangieren und bräuchtet mehr Platz. Das ist der Vorteil von 4 drehbaren Rollen. Die nächste Frage, die ihr euch natürlich stellt, sind solche Feuerwehrrollcontainer eigentlich gebremst? Ja, das sind sie tatsächlich. Das, was ihr hier seht mit dem gelben Griff, das ist eine sogenannte Totmannbremse. Sobald ich loslasse, bremsen die Rollen, die da verbaut sind. Es gibt natürlich auch rollbare Einheiten, die nicht gebremst sind. Da muss man dann besonders drauf aufpassen und da ist es noch wichtiger, dass diese Abrollsicherung eingeschaltet wird. Die einfachste Methode, einen Rollcontainer im Logistikfahrzeug zu sichern, ist dieser Rollcontainerverschluss. Da braucht man noch nicht mal einen Leergang dafür. Einfach den Verschluss einhängen und der Rollcontainer ist gesichert. Das Ganze wird noch auf der anderen Seite des Rollcontainers gemacht und dann ist er formschlüssig gesichert. Wenn ihr in eurem Fahrzeug solche Rollcontainerverschlüsse nicht habt, dann gibt es eine weitere Methode, einen solchen Rollcontainer formschlüssig zu sichern. Das Ganze funktioniert über sogenannte Ladebalken. Die Ladebalken werden rechts und links in die Ladungssicherungsschiene eingehängt. Das Interessante daran ist, dass er hier vorne über einen Pilzkopf verfügt. Dieser Pilzkopf setzt sich in die Airline-Schiene rein und verriegelt zusätzlich. Es gibt diese Teile auch, die nur mit Federdruck arbeiten. Und da kann es im Gelände passieren, dass euch die Dinger wieder rausfallen. Von daher ist das Mittel der Wahl. Dieser Ladebalken hat verschiedene Vorteile. Zum einen hat er eine größere Bruchkraft als herkömmliche Teleskopstangen. Zum zweiten haben wir hier oben eine Airline-Schiene eingesetzt
Und mit dieser Airline-Schiene können wir dann von der Ladungssicherung her weiterbauen. Dieser Balken, den ich hier habe, kann 800 Kilogramm nach vorne absichern. Das ist jede Menge für so ein Teil. Eine vergleichbare Teleskopstange könnte vielleicht 300 bis 400 Kilo Kraft aufnehmen. Warum haben wir jetzt den Rollcontainer hier hinten gesichert? Ganz einfach, vorne steht schon was. Wir müssen uns auch zum Thema Lastverteilung immer Gedanken machen, dass die Last gleichmäßig verteilt ist. Deshalb haben wir jetzt den Rollcontainer hier am Ende des Fahrzeugs stehen und nicht vorne an der Stirnwand. Wie ihr jetzt sehen könnt, haben wir nach vorne und nach hinten einen Formschluss. Aber auf die Seite fehlt er noch und hier gehen wir jetzt her und setzen Fittinge in die Airline-Schiene ein in Kombination mit einer Druckstange. Wir haben vorne einen Ladebalken, haben hinten einen Ladebalken. In Fahrtrichtung links ist die Bordwand und in Fahrtrichtung rechts haben wir hier nochmal die Teleskopstange eingesetzt. Das ist eine klassische formschlüssige Ladungssicherung und das Schöne an dieser Methode ist, ich kann es überall im Fahrzeug durchführen, so wie es die Lastverteilung eben auch fordert. Das ist ja für das Fahrverhalten vom Fahrzeug ganz entscheidend. Zum Thema Lastverteilung haben wir ein extra Video gemacht, das verlinken wir euch. Und dann könnt ihr euch das dort nochmal genau anschauen, wie das funktioniert. Wir haben hier ein modernes Logistikfahrzeug für die Feuerwehr und dafür baut man natürlich Airline-Schienen. Die Airline-Schienen haben den großen Vorteil, dass wir eine sehr enge formschlüssige Ladungssicherung hinbekommen und man hat sehr viele Möglichkeiten der Ladungssicherung. Das Ganze, wie ich es eben hier gezeigt habe, würde natürlich auch mit einer Schlitzankerschiene funktionieren. Man muss aber dazu sagen, die Abstand der Schlitze sind oft so groß, dass der Formschluss nicht mehr unbedingt gewährleistet ist. Daher, wenn ihr ein neues Fahrzeug bestellt, immer darauf achten, dass ihr Airline-Schienen nehmt. Wenn ihr euch für die Airline-Schiene oder für welche Schiene auch immer entscheidet, ist eines von großer Bedeutung, wie werden diese Schienen am Fahrzeug verbaut. Da müsst ihr darauf achten, dass euch euer Verbauer, euer Fahrzeugbauer einen Nachweis liefert, am besten von einem Prüflabor, einer anerkannten Prüforganisation, wie viel Kraft in die Airline-Schiene eingeleitet werden kann mit dem entsprechenden Verbau des Fahrzeugbauers. Im Regelfall wird bei Fahrzeugen, die 2,55 Meter breit sind, natürlich drei Rollcontainer nebeneinander geladen. Das bedeutet, man würde nur einen solchen Ladebalken oder beziehungsweise zwei Ladebalken benötigen. Aber wenn ein Rollcontainer ausfällt, dann ist dieser Formschluss zur Seite schon hinfällig und dann kommt genau diese Sicherungsmethode zum Tragen. Ich hatte vorhin noch über die kraftschlüssige Ladungssicherung gesprochen. Kraftschlüssig würde jetzt bedeuten, man sichert den Rollcontainer, indem man zwei Gurte darüber legt und nach unten verzurrt. Im Boden sind jetzt keine Zurrmulden verbaut und an der entsprechenden Position muss man den Rollcontainer dorthin schieben, wo die Zurrmulden sind, was vielleicht dem Lastverteilungsplan entgegenspricht. Von daher sieht man schon, kraftschlüssige Ladungssicherung ist sehr umständlich. Deswegen die formschlüssige Ladungssicherung. Ja, so viel zum Thema heute, formschlüssige Ladungssicherung. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir doch gerne einen Kommentar da, abonniert unseren Kanal und wenn ihr irgendwelche Wünsche oder Fragen noch habt zum Thema Ladungssicherung oder Anhänger, schreibt mir das gerne in den Kommentar rein und wir sehen uns das nächste Mal. Euer Marco.